Wir haben. Okay. Wir haben es Markierungstinte. Ja, die können wir da reinpacken. Genau wie das hier. Transportruhen. Ja. Packen wir hier rein und trinken erstmal einen Erfahrungstrank. So, ja, davon müssen wir noch zwei killen. Und weitermachen. Okay. Okay, dem ist was zu. Zerliebenen Platz. Okay. Entschuldigung, ich habe jetzt schon seit ein paar Monaten nicht mehr gespielt gehabt. Ihr braucht es mir nicht zu erzählen, wenn ich euch ansehe, kann ich mir schon denken, was passiert ist. Nicht schlecht, scheint, als wärt ihr ein Champion mit ein paar Fähigkeiten. Ach, freundlich wie ein Tier, ne? Während des Kampfes klirren Waffen aneinander und die Rüstung nimmt Schaden. Selbst die besten Champions können Schaden an ihrer Rüstung nicht vermeiden. Und der Meister dieser Akademie sind keine Ausnahmen. Denkt dran, es sei vor und nach dem Kampf die Haltbarkeit eurer Waffen und Rüstung zu überprüfen. Es ist am besten, die Haltbarkeit immer über 50% zu halten. So könnt ihr das Risiko, dass die Ausrüstung kaputt geht, verringern. Die Haltbarkeit ist zu niedrig, geht zu einem Shop, einem billigen Shop und ein Händler wird euch schnell die Rüstung reparieren. Danke. Okay. Ihr seid ein neuer Schüler mit ganz anständigen Talenten. Okay. Von welchen Talenten redet ihr? Ihr solltet öfter mal im Shop vorbeischauen. Auch wenn ihr keine neuen Rüstungsgegenstände kauft, könnt ihr euch jetzt die jetzige Rüstung reparieren. Jo. In Ordnung. Lasst uns zurück zur Ausbildung kommen. Als ihr jene unersetzlichen Schnecken ausgerottet habt, habt ihr vielleicht diese weißen Höhlenkaninchen unter den Bäumen. Dürfen sie nicht. Diese Kaninchen graben den Baumwurzeln Löchern und das ist schlecht für den Wald. Aber das Fell des weißen Höhlenkaninchen ist geschmeidig und weich. Es kann dafür verwendet werden, Kleidung herzustellen. Versucht daher dieses Mal einige weiße Höhlenkaninchen zu erledigen. Und bringt 5 weiße Hasenfelle zu mir zurück. Ich sollte euch auch gleich erzählen, dass diese Kaninchen sich wirklich schnell bewegen. Sie sind daher keine leichten Gegner. Dies bietet euch eine gute Möglichkeit, wie schnell ihr euch bewegen könnt. Jo, machen wir das mal, ne? Hasenfell, ja. Jungmarsch. Wollen wir uns sehen, ne? Ah, das wird ein Spaß. Oh, was haben wir denn hier gelernt? Gefunden. Rezeptur. Obst und Käse. Benötigte Rohmaterialien. Ja, okay, das ist egal. Obst und Käse. Erhöht die physische Verteidigung um derzeitige physische Verteidigung plus 360 mal 1,0 plus 360 für 600 Sekunden. Okay. Ist ordentlich ein bisschen was, ne? Tamer Hasenfeld, ja. Wenn ich dran denke, cutte ich das so zusammen, dass ihr halt nur die Gegner seht, die was droppen. Also die das richtige Material droppen. Wahrscheinlich ab der nächsten, ne?
Okay. Okay, wir den jetzt mal hier. Na, wahrscheinlich muss ich gar nicht so viel cutten. Aber da wird bestimmt auch Gegner geben. Also die Dropraten halt definitiv gering. So wie hier gerade. Gab's da nicht einen legendären Gegner? Oh, hier ist es einfach drin. Okay, es fehlt noch ein Hasenfell. Bin ich das hier? Du wirst höchstwahrscheinlich hoffentlich das Ding jetzt droppen. Ich werde sehr verbunden. Dankeschön. Geben wir jetzt die Quests ab und dann, ja, keine Ahnung, nehmen wir die nächsten an. Wobei, nehmen wir die jetzt erstmal hier schon an. Wobei noch nicht. Geben wir die Quests erst alle ab. Und dann nehmen wir die nächsten an. Warum laufe ich überhaupt? Ich hab doch ein Reittier. Oha, Mörder. Schurke Level 7. Genau. Rüstung oder so von. Ja. Der sieht definitiv nicht pay to win aus. Aha. Holz, Sack. Ich habe so eine ganz komische Vermutung, dass der zum Holzmain wird. So. Achso. Ihr habt die Quest schneller abgeschlossen als die meisten. Und das verdient der Klaus. Nehmt bitte dieses großzügige Geschenk. Versucht es dann zu öffnen. Okay, cool. Und wir sind Stufe 6. Reisepaket. Wir haben eine leichte erste Hilfetränke bekommen. Logo-Ohrringe. Neun physische Verteidigung. Okay. Achso, ja. Das ist für Stufe 7. Großzügiges Geschenk. Hier definitiv besser, ne? C, was haben wir hier? Maximal Lebenspunkte. Haben wir rauf. Zack, haben wir ein bisschen mehr Leben. Und was haben wir jetzt hier bekommen? Donner. Benötigt eine Einhandwaffe. Aber ich weiß nicht, will ich hier eigentlich auf Tank oder mehr auf Damage Dealer gehen? Ich würde sagen, mehr auf. Da. Weiß ich nicht, ne? Lassen wir die erstmal frei hier. Steigern wir das jetzt nochmal. Das hier noch einmal. Das hier noch einmal. Ja, das sollte es reichen. Jo. Nehmen wir die Quest noch an. Wir nehmen jetzt noch alle Quests an und dann war es das jetzt auch erstmal für heute, ne? Habt ihr das größte Geschenk geöffnet, das ich euch gerade gegeben habe? Darin ist ein Kleidungsstück aus rauen Stoff. Auf diesen besonderen Kleidungsstücken befindet sich ein Ruhmplatz.
Ihr werdet später sehen, dass einige Rüstungsgegenstände Ruhenplätze besitzen. Ihr könnt die Fähigkeiten eurer Ausrüstung verbessern, indem ihr Runen in diese Plätze einfügt. Ihr bekommt auch eine Unermüdlichkeitsrune zum Einbetten. Versucht nun, diese Rune in insbesondere Kleidungsstücke einzubetten, dann werdet dass ihr das Geheimnis des Einfügens von Runen bestehen. Verstehen. Okay. Zu erlernen, wie ihr Runen einsetzt, verfeinert nicht nur eure Fähigkeiten, sondern bietet euch auch auch die Möglichkeit, eure Fähigkeiten schneller zu verbessern. Es ist wichtig zu wissen, wie man Rohstoffe der Natur nutzt. Daher müsst ihr das Handwerk der Kräutersammels, ach, des Kräutersammels lernen. Jetzt kommen wir hier zu den Berufen. Geht und lernt die Kunst des Kräutersammels. Von der Kräuterkunde-Ausbilderin Chido Grace. Sie befindet sich in der Ebene der gegenüberliegenden Seite des Sees. Okay. So. Dann gucken wir mal, wo haben wir denn hier noch Quests zum Annehmen? Hier und hier noch einer. Ja, machen wir mal. Das ist unser Zoom. Als Untertan des Gottkönigs müssen wir uns an seinen Auftrag halten, um das Leben für jene natürlichen Pflanzen zu erleichtern, die zusammen mit den Elfen wachsen. Über tausende Jahre haben unsere Endverbündete uns immer geholfen, diese Pflicht zu erfüllen. Aber seit dieser kräftigen, gefräßigen Schneckenangriff haben leiden diese Ents unter einer Krankheit und ihre Samen sind kränklich. Bitte beendet das Leben der kranken Ents und beschafft von ihnen 6 Proben des infizierten Saatguts. Wir müssen versuchen, einen Weg zu finden, das Leben der Pflanzen zu verlängern. Seid darüber nicht betrübt, das Leben der Ents zu beenden. Sprießen ihre Samen wieder gesund, wird das Leben mit neuer Hoffnung beginnen. Möge die Macht der Natur mit euch sein, mein Kind. Fucking Jedis sind das hier. Genau, da oben noch, ne? Na. So. So, hier haben wir Alitamol. Digga, dieser Name, Alter. Ich denke, ihr kennt die Wurzeln des Problems, oder? Ja, es sind jene gefräßigen Schnecken auf ihnen. Obwohl Meister Wumu Cray regelmäßigen Gehilfen aussendet, um die schlimme Plage loszuwerden, kommen sie nicht hinterher. So schnell wie gefräßige Schnecken die Blätter fressen, diese schädlichen Tiere legen sogar ihre Eier auf den Entkörpern ab, sodass ihre Larven, wenn sie schlüpfen, die Blätter der Ents abklammern. Die Ents wehklagen. Seit alten Zeiten haben die Ents freundliche Beziehungen zu uns gepflegt. Seit ich in den Teil der Vorbereitung gekommen bin, habe ich sogar noch mehr Erfahrung damit. Immer wenn ich frustriert bin, inspirieren mich die Entfreunde. Aus diesem Grund lasst mich diese infizierten Ents Freunde nicht los. Obwohl uns die Priester über die Tod und Wiedergeburt lehrten, lernen, wenn der Tod so ins Auge fällt, erschreckt er die Menschen. Wenn die Samen sprießen, ist das neue Leben nicht das gleiche. Vielleicht ist der Tod eine Erleichterung für diese Ents, aber ich ertrage es nicht, ein vertrautes Gesicht schwinden zu sehen. Daher habe ich insgeheim Tränke studiert und einen Trank gemacht, der die gefräßigen Schneckenlarven vertreiben kann. Bitte nutzt das Insektengift, um die gefräßigen Schneckenlarven, die auf die leidenden Ents zu schütten, zu vertreiben und sie zu zerstören. Ja, das können wir machen. Nehmen wir jetzt die Quest noch an und dann ist dann aber auch mal gut für heute, ne? Oh Gott, das ist so cringe. Ist vielleicht nicht so gut mit so einem Mount zu reiten, mit der Flammtritt, ne? Vielleicht nicht die schlauste Idee von mir.
Möchtet ihr lernen, wie man die einzelnen Pflanzenarten unterscheiden kann? Ich kann euch beibringen, welche Pflanzen sich für welche Zwecke eignen. Jo, ne, mach. Ja, das Handwerk des Kräutersammelns zu lernen ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Wir nehmen jetzt keine neuen Quests mehr an, sondern geben nur noch diese ab. Aber auch nur ein Teil der Vorbereitung. So, sollten wir mal den Mist da sein, ne? Ja, ich spiele dieses Spiel on und off mal so, aber an sich macht das Spiel halt sau viel Spaß. So, Machi-Yoda. Kampffertigkeiten, Lehrmeister. Na, was haben Sie denn zu sehen? Der Schlüssel bei der Ausführung der Kampffertigkeiten ist es, den Körper so geschickt zu bewegen, dass eure Körperkraft optimal wird ausgeschöpft. Dass eure Körperkraft optimal ausgeschöpft wird. Optimal wird ausgeschöpft. Was? Dazu noch gleichzeitig der gekonnte Einsatz der Macht der Natur kommt. Okay. Wenn der Meister antworten könnte. Der Brief ist der Lys hat Talon mir geschrieben. In Ordnung. Einen Blick drauf werfen. Ich werde. Oh wow, das ist. Er ist tatsächlich auf Meister Yoda angelehnt. Wow. Machi Yoda liest den Brief. Eine nette Schülerin sie ist. Dass ich sie zurückschreibe, ja, sie hofft. Daran ich nichts Verwerfliches sehe. Einen Augenblick. Ihr wartet. Überwachtet, wie Machi Yoda durch geheimnisvolle Kräfte einen Stift und Papier erscheinen lässt, um schnell den Brief zu schreiben. Ja. Machen wir später. So, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn nächster. Ne? Bis demnächst. Ciao.